Willkommen zurück. Ihr wollt Super Mario 64 wieder mal sehen, oder? Ups. Ich meine eigenen Livestream anschauen, sonst wird's Rückkopplung, was weiß ich, sonst werde ich ja wahnsinnig. Und ja, ihr wollt es weitersehen, wie es weitergeht. Ihr wollt Fails sehen, ihr wollt Spaß haben mit gar nicht, wenn nichts passiert. Oder 200 einzelnen Versuchen, was weiß ich, irgendwie Fails. Fails, Langeweile durch massig Fails und nichts geht weiter. Doku anpassen, hat sich ein bisschen verschoben. So, jetzt passt es so gut wie. Gut, dann schauen wir uns noch mal an, dass wir das hinkriegen. Bounce. Okay. Wir wollen einfach mal die letzten Sterne sammeln. Wir wollen alle 120 haben. Und das heißt, wir fangen auch ganz gleich damit an. Und zwar mit einem nach dem anderen. Zuerst mit den in der staubtrockenen Wüste. 100 Münzen. Oder war das staubtrockene Wüste oder irgendwas? Keine Ahnung. Nein, staubtrockene Wüste war ein Paper Mario. Das ist das erste Level, wo ich noch nicht alles hab. Und deshalb. Ach nein, das erste ist eigentlich das Giftgrotte, aber das interessiert ja keinen. Ich habe die Lautstärke nochmal einen Tick runtergedreht, weil ich glaube, dass man vorher trotzdem kaum was gehört hat. Hallo Poké! Okay, dann halt nicht. So, Poké, komm her. Deine Münzen will ich haben. Viele Fails werden wahrscheinlich schon werden. Interessiert mich aber jetzt nicht. Es geht ja schließlich darum, alle 120 Münzen Sterne zu haben. Und ich weiß nicht, ob ich das in der einen Session jetzt schaffe. Oder ja, mehrere machen werde. Vielleicht werdet ihr mal kurz Pause-Screen sehen, aber sonst. Vielleicht werde ich es auch einfach in einem Dings machen. Hey, Bob-Omb, bleib mir weg. Bleib mir fern. So, jetzt. Vorsicht. Huch, oh Mann, die Kiste hat ihre 5 Münzen verplempert. Wir haben im letzten bisschen mehr kläglich gescheitert beim 100 Münzen sammeln. Weil wir ein paar Münzen zu wenig hatten und nicht mehr rauskommen aus der Pyramide. Da wären wir eigentlich rausgekommen, ich glaube nicht. Ja, Mann. Nicht zu dümmlich anstehen. Wir wollen ja nicht gleich von Anfang an failen. Oh, hallo Poké. Wow. Ach, egal. Ist ja wurscht. So, einmal nach oben und jetzt Münzen sammeln. Ich muss so viele wie möglich hier draußen finden, weil da drin sind auch nur begrenzt viele. Habe ich die eigentlich geschafft? Moment. Ich glaube nicht, dass ich es geschafft habe. Wirklich nicht. Ich glaube nicht, dass ich es geschafft habe. Nö. Scheiße. Okay. So viel zu dem Thema. Ich kann es ja nochmal. Ich sehe es ja gleich nochmal. Was war der Rekord an Münzen? 97 oder was muss das sein? Nein, ich bin irgendwann draufgegangen. Genau. Das war das Problem. So, ich bin draufgegangen irgendwann und hab's ja nicht geschafft. So, bitte, komm. Bisschen Tempo, wir haben ja nicht ewig Zeit. Wir sind trotzdem noch vorsichtig. Bautz! Wir brauchen sämtliche Münzen, die wir kriegen können. Das sind wieder 5, die mir eben gefehlt haben. Bam, Bob Omb, stirb. Stirb, Bob Omb. Pau den Poké. Poké nicht regenerieren. Das gefällt mir nicht. Das kann ich nicht leiden, wenn Poké sich regeneriert. Und schon wieder derselbe Fail wie beim letzten Mal. Und diese dämlichen Dinger, die. Moment. Nakitu? Ach, inzwischen ist das Ding weg, shit. Diesmal will ich mich nicht ganz so dämlich anstellen und will die Pokis so töten. Boah, und fass mich hier dieses dämliche Schild rein und dann will ich hier fast wieder rein. Dann gehe ich einmal hier hoch. Ach, egal. Wenn nicht, dann halt nicht.
was nicht will, das muss ja nicht sein. So, hier sind doch noch zwei Pokis, wenn ich mich nicht täusche. Einer war hier. Dann waren hier noch Münzen, das weiß ich noch. Gut, wow. Nicht Hammer, und so tief war der Fall nicht. Und gut, dass die Bombe da kein Problem gemacht hat. Das hätte nämlich sein können. Sehr schön, das habe ich auch. Nicht schon wieder. Aber wie gesagt, die letzten Sterne hole ich alle. Und zwar so lang, wie es dauert. Dauert's halt. Es dauert so lang, wie es dauert. Das kann ewig sein. Ah, fail. Aber egal. Ich will sämtliche Sterne jetzt noch lösen. Auch wenn es bis übermorgen dauert. Nein, so lange wird es nicht dauern. Bowser besiegt und die letzten Zuschauer auch wieder weg. Wahnsinn. Wahnsinn. Nicht schon. Nein, 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 nicht schon wieder. Mann. Mann, ich stelle mich an. Wegen einer dämlichen Münze. Kann ich. Ich will nur schnell wissen, ob ich aus dieser Pyramide wieder rauskomme. Das ist nämlich erst die in der Pyramide und dann die draußen. Ich glaube, das geht nicht. Na, Mann. So. Kein Glitch-Zeugs, bitte. So. Wir schauen mal, wie das hinhaut. Die 100 Münzen sind so richtig nervig. Aber ich will wissen, wie viel ich hier in der Pyramide habe. Wow. Nö, nee, man kommt nicht mehr raus. So, damit haben wir 15 Stück. Ich muss mir merken, wie viele das sind. Man kommt nicht raus aus der Pyramide, deshalb merken. Okay. Hey Goomba, bleib stehen. Bleib stehen, so, danke. Nerviges Fieder. Komm her, komm Goomba, komm zu mir. Aber das muss die Pyramide im Inneren nicht rauskommt, das war vorher zu sehen. Wieso habe ich denn das jetzt mal geschafft? Beim letzten Mal 3, 4, 5, 50 Mal hintereinander nicht. Keine Ahnung. Da war Harvest Moon von Zuschauern beliebter. Das ist interessant. Das Harvest Moon 64 mehr Zuschauer bekommen hat im Livestream als Super Mario 64. Aber das überrascht mich auch noch, dass das überhaupt Leute zu anschauen. Aber das Super Mario 64, da wird man halt so wahnsinnig müde dabei. Deshalb kann man das nicht lange Zeit Let's Playen. So, beide Münzen erhalten. Gut. 32 Münzen. Weil dann kann ich mir merken, wie viel ich draußen sammeln muss. Münzen für mich, Münzen für dich. Aber am besten natürlich mehr sammeln als die, die ich noch brauche am Schluss. Weil man muss ja immer noch dran denken, dass man das mit den 5 Münzen blöd laufen kann. Oder dass man blöd laufen kann, wenn eine Münze nicht erwischt hier draußen. Hier drin. Und draußen gibt es eine Menge. Das ist die langweilige Methode, ich weiß, aber man kann sie halt auch machen. Und ich wollte es auch mal gezeigt haben. So. So, okay, 45 haben wir schon. Brauchen wir nur noch 55. Da, alle finden wir hier drin nicht, nö. Leider nicht. Das wäre auch zu schön. Aber bis jetzt muss ich. Ich könnte so schätzen, nur ungefähr 50 Münzen. Wow, 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 das hat mich halb gekillt. Ach, egal. Mano, Mario, stell dich nicht so dämlich an. Aber okay.
Leben haben wir schon mal, immerhin das. Immerhin das haben wir wieder. Oh, ich habe noch einen Gummi übersehen. So, nicht nochmal runterfallen, sonst wird's tödlich. Haben wir einen Gumba übersehen? Ich habe noch so viele Gumbas übersehen. Die bringen ja auch utopisch viele Münzen, deshalb. So, kommt man auch hier hoch. Irgendwo war doch das Herz. Und da bin ich einmal durchlaufen. Und ich glaube, das war doch hier irgendwo. Ja, Mann, komm schon, Mario. Ah, okay, komm. Jetzt gehen wir mal ein bisschen. Skillen. Ups, das war scheiße. Aber hier hinten ist ja das Herz gewesen, oder war das hier doch? Hier war es. Das ist eine der besten Möglichkeiten, um zu verhindern, dass Leute öfters wegen zu wenig Leben sterben. Herzchen bauen. 47, ich habe noch keine 50 Münzen. Okay. Aber ich bin beim letzten Mal auch recht früh gefailt. So, da haben wir wieder eine. Gut. Hier sind noch welche. Okay, so geht's. Hier runter, bitte, vorsichtig. Bam. 3. Okay, 60 Münzen ungefähr. 61. 62 und ja, 62 Münzen, das heißt 38 braucht man draußen, okay. Dann sammeln wir gleich mal draußen die 38 Münzen. 38, gut, merken. Aber damit haben wir wieder einen Stern mehr. Also 38 brauchen wir mindestens. Das heißt, je mehr, desto besser. Ja, auf den 4 Steindingern, das ist am einfachsten so. Paar 30 brauchen wir. Ich sag einfach mal so, wenn ich 40 nehme, habe ich die. Bleibst du bitte unten, Mario? Bleibst du unten? Ich will diese Münzen sammeln. Dreckswirbelsturm. So. Okay, das ist ein Leben, das brauchen wir aber nicht unbedingt. Diese dämlichen Wirbelstürme immer. 4 Münzen haben wir schon, wow. Jetzt müssen wir doch gleich nochmal richtig stark pushen, nehmen wir eine der schwersten roten Münzen einsammeln, die es gibt. In Mario. Wo ist mein Ton hin? Wo ist mein Ton hin? Mein Ton ist weg. Ich muss mal ganz kurz ein Dings neu starten. Emulator neu starten. So, ich will meinen Ton wieder haben. Ohne Ton ist nämlich ziemlich dämlich. Ich bin ja da gleich wieder hingelaufen. So, denn ein heißt für, dass wir ein paar Münzen verloren haben. Aber egal. Dafür haben wir wieder volle Leben und wir haben wieder Ton. Auf einmal ist der Ton weg. Denn den hört man ja schon die ganze Zeit ordentlich. Glaube ich zumindest, weil ich so leise spreche. Oder besser gesagt, liegt es an meinem Mikro. Sprechen tue ich komplett normal. Das Mikro ist halt warnenswert, wegen zeigt eine andere Richtung. Ist halt das Problem an dem Sennheiser-Ding. Aber ich habe halt kein anderes da. Vielleicht tue ich mir irgendwann mal ein besseres, aber dazu muss ich erstmal ein bisschen Geld verdienen. Und ja. So, in allen 4 Dingern draußen immer stehen bleiben. So, man kann das hier richtig schön versauen, oder, ja, so wie ich jetzt, oder man kann es sich da richtig anstellen und weg ist auch wieder der eine Zuschauer, der im Moment zugeschaltet hat. So, Vor allen 4 Türmen stehen. Nö, wir müssen nur 100 Münzen sammeln. Und diesmal bitte ohne Fail. Ich glaube, die rote Münze lasse ich beim nächsten Mal. Wenn ich nochmal hier sein muss.
Ich hoffe es natürlich nicht. Ich weiß jetzt, wie viele Münzen ich brauche. Pookie! Hey yo, Pookie! Ah, Mann. Pookie? Okay. Die blaue Münze hätte ich schon gern. 11. Fehlen nicht mehr viele. Naja, 40 Münzen brauche ich ungefähr hier draußen. Das, damit es reicht, damit es nicht zu knapp ist. So, dann hier. Rot, sehr gut. Danke für die 5 Münzen. Na, das war zu weit weg. Und hier die Dings hier aufziehen. Ja, die Münzen dürften kein großes Problem sein, normalerweise. Weil ich weiß noch ungefähr, wo ein paar sind. So, komm. Hier sind nochmal 5. Und hier ist nochmal ein Poké. Poki. Wow, ich muss ein bisschen schauen, dass ich hier irgendwo dagegen fahre. 36, 38, dann habe ich eigentlich meine ganzen Münzen schon. Dann kann ich noch hier mal ein bisschen rumschauen. Hier noch die paar Münzen mitnehmen. Und nein, nein, nein. Ich hätte... Okay, ich weiß, wenn ich meine 38 Münzen habe. Ja, scheiße. Schiss da. Schiss direkt da. Innerhalb der gigantischen, der uralten Pyramide. Bautz, Bautz, Bautz. Mann, so. 100 blöde Münzen. Hallo, Goomba. Die habe ich beim letzten Mal nicht eingesammelt, deshalb macht es auch nichts. So. Goomba, komm her. 10 haben wir schon. Das reicht nicht. Ich muss von hier hinten kommen. Dann geht das so. So kann man das nämlich auch machen. Man kann die auch von oben auslösen, wenn man weiß, wie es geht. Ich hoffe, dass ich, wenn ich den Typen kill... Ach, egal. Ich lasse ihn für einen Moment stehen. So, jetzt vorsichtig wieder fahren. Die 2 Pokis muss ich noch killen und dann noch hier die paar Münzen einsammeln. So, da ist noch ein Poké, hier sind noch ein paar Münzen. 32. Mir fehlen noch ein paar. Mal ein bisschen vorsichtiger sein. Okay, bitte jetzt in die Pyramide rein. 42 genügt. Ich darf nur... Ich muss nur aufpassen, dass ich diese dämlichen Münzen erwische. Wenn ich die nicht erwische, kann ich es neu starten. So, damit haben wir schon mal die. So. Goomba, herkommen. Goomba, herkommen. Boom, Goomba, herkommen. So, einmal durchlaufen. Goomba killen. Keine Münzen weglassen. Ich weiß nie, wo die Münzen sind, die man tatsächlich dann braucht. Okay, ich weiß jetzt, hier gibt's ein Leben. So, jetzt muss ich einmal hier hinter. Moment, was ist hier? Sind da Münzen oder ist da ein... So, da ist ein Leben. Mann. Mano!
Mann, dann gehe ich halt außen rum. Ist ja wurscht. Mann, das nervt. Das geht mir tierisch auf den Nerven. Mann, musst du dagegen laufen? So. Hier hinten lang, bitte. Aber im Super Mario Galaxy sind die Gegner häufig tödlicher als hier. Boom. So, oh, das ist mit diesen C-Knöpfen. Weil das halt damals Knöpfe waren, jetzt sind es keine Knöpfe mehr. Jetzt ist es ein Stick. So, hier ist noch sowas. So geht es. Jump, jump und dann Leben einsammeln. So, und jetzt komm, Mario, komm, halt dich ran. Wir wollen ja heute nochmal fertig werden. Aber vorsichtig, bitte vorsichtig. Keine unvorsichtigen Gumba-Tode, bitte. So. Uah. Verdammt. Ich gehe den anderen Weg. Ich gehe den anderen Weg. Wäre der andere Weg, dafür bin ich irgendwie zu dämlich. Und die Münzen brauche ich sowieso noch. Okay. Sehr schön, bald haben wir alle Münzen. Da ist noch ein Leben, aber das brauche ich nicht. Oder da komme ich nicht hin. Man wird ja unglaublich selten gezappt von dem Vieh. Hey Gumba, komm her. Boom. Bam, 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 bam. Ich bin schon wieder so dämlich gewesen. So dämlich muss man aber auch sein erstmal. Das muss wirklich erstmal so dämlich sein. Das ist einfach so. Jetzt habe ich keine Zuschauer. Schade. Wirklich, naja, okay, macht ja nichts. Ich nehme es ja trotzdem aufgenommen. Seht es. Darum geht es ja auch teilweise. Wie gesagt, es interessiert ja sowieso kein Menschen. Super Mario 64. Livestream. Förmlich die letzten Münzen. Okay, das war wieder mal richtig schön gefailt, aber egal. Wen juckt es? Ich nicht. Ich bin mir sicher, dass ich nachher den Stern an der Stelle krieg, wo ich nicht wirklich hinkomme. Das wäre jetzt zu typisch. Nein, 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 Mario, du gehst da nicht rein. Du gehst da nicht rein. Weil wir sind jetzt in dieser Pyramide und jetzt, wenn wir da drauf gehen, kommen wir da nämlich nicht mehr raus. Jetzt spawnen wir nämlich hier draußen. Spawnt man nämlich in der Pyramide. Ich bin irgendwie für dieses dämliche Teil jetzt zu blöd. Mann. Warum ist es so dämlich, da hochzukommen? Das kann doch nicht so schwer sein. So, Mann. Immerhin, ich habe keinen Schaden genommen. Gut. Ich pack mal wieder die verborgenen Skills aus, hoffe ich. Hoffe ich stark. So. Einmal hier drüber. So, komm schon, ein bisschen höher muss ich noch gehen. Danke. Und nicht wieder sterben, Mario. Und nicht wieder runterfallen, nicht sterben, bitte, Mario. Zwei Sachen, ganz einfache Sachen sind es doch. Zwei wirklich super simple Sachen. Die schaffst du. Die schaffst auch du, sag ich mal so. Hoffe ich. Normalerweise sollte es zumindest so gehen.
So, okay, jetzt. Okay. Wow. 100 Münzenstern? Yeah, endlich. Und damit ist die Wüste abgeschlossen. Und jetzt machen wir noch einen Stern fertig. Regal. Brauchen wir nicht. Können wir auch so verlassen. Ja. Die haben wir ja alle. Jetzt können wir zur tiefschwarzen Grotte gehen. Yeah. 100 Münzen und 8 rote Münzen sind da jetzt gerade im Moment im Wandel. Und Leute, wisst ihr was? Viel Spaß ohne Logo. Gibt's nie mehr. Schaut in die Beschreibung rein, dann seht ihr das auch. Und die Leute auf YouTube interessiert es sowieso nicht. Also ich finde es nicht mehr nervig. So, jetzt seht ihr nämlich, was ich sehe, und jetzt ist es viel cooler. Gut, wir nutzen einfach mal alle Möglichkeiten, um an 100 Münzen zu kommen. Komm raus, Spinne. Ich glaube, es gibt hier zwei Spinnen, die was bringen, oder? Nein, keine. Ne, nur eine, was sie gesagt. Okay. Auch vorsichtig. Ist wieder so ein Level, wo man sehr leicht sterben kann. Ja, es gibt ja Level, wo man fast gar nicht sterben kann. Bob ums Bombengipfel zum Beispiel. Da stirbt man relativ schwierig. So, wo sind die 100 Münzen und wo sind die 8 Roten? Die 8 Roten sind oben, das weiß ich. Die 100 Münzen, keine Ahnung, die sind überall verteilt. Hey, Spinne, hör auf. Greif mich nicht an. Lass mich in Ruhe. Ich würde sagen, wir machen erstmal die anderen ganzen Dinge als die 8 roten Münzen, weil die 8 roten Münzen. Jedes Mal dasselbe Dings. Diesmal bleibe ich hier und sammle die Münzen ein. Wow. Die schießen auf mich, was fällt denen ein? So, dafür laufe ich dann im Kreis um die rum. So, ganz einfach kriegt man seine Leben. So einfach kann es gehen. Moment, da will ich ja nicht lang. So, du, deine will ich eigentlich auch haben. So, hier kann man hoch irgendwie. Will ich aber im Moment gar nicht. Moment, verkehrte Richtung, oder? Scheiße, wo muss ich lang? Scheiße, keine Chance. Jetzt kriege ich keinen Münzstern mehr. Ich glaube, das habe ich jetzt sowas von verkackt. Das dürfte ich jetzt absolut verkackt haben, weil ich habe es einfach nicht gefunden. Das ist immer so dämlich, wenn die so versteckt sind irgendwo. So, bitte kommt ihr her. Komm her. Ich brauche jede Münze, die ich kriegen kann. Nachdem ich die eben verkackt habe, wird es sowieso schon wurscht sein. Moment, den nehme ich nur mit. Metal Mario. Ah nö, das bringt mir ja gar nichts. Hier muss ich hochgehen. So, hier geht es nämlich nach oben. Sehr schön. Mario kann ja mit den Füßen treten. Das ist das Schöne. So, okay. Wir fliegen nach oben. Wir schweben und fliegen nicht, sondern wir laufen. Wir werden nach oben. Vom Aufzug nach oben. Die Münzen sind eigentlich nicht so die Münzen, die ich gern habe. Und ich drücke dieses Dings durch. Den A-Knopf. Ich hoffe, ich komme zurück. So, gut, jetzt muss ich nur irgendwie da runterkommen. Gut, sehr gut. Jetzt bin ich hier unten. Okay, da
Das ist eine Spinne. Die Spinne kann ich mitnehmen. So, und jetzt aufpassen. Das war klar, dass mich das der Fels erwischt. Ach Mann. 6 Steine. Ich kann die überhaupt nicht leiden. So, hier sind nochmal ein paar Münzen. Okay, wenn ich hier runtergehe, wenn ich mich nicht täusche, komme ich nicht mehr hoch, oder? War das nicht so, dass ich da nicht mehr hochkomme, oder? Doch, ich muss schauen. Ansonsten hilft sowieso nichts. Es hilft dir nichts mehr. Ach, Mann, ich stelle mich wieder mal an. Immerhin hier kann man kaum sterben. Da sind doch immer noch Münzen drumherum, aber ich glaube, ich schaffe das sowieso nicht mehr von den Münzen wegen den 5, die ich versaut habe. Moment, da sind 2 Augen drin. Und keine Chance. Gut, damit kann ich es auch gleich vergessen. Machen wir es so und starten es neu. Wegen diesem Drecksdings. Wie viele Münzen waren das? 64. Ich muss unbedingt nochmal schauen, dass ich rausfinde, wo diese dämlichen Blauen sind vorhin. Bei so ist es einfach blöd. Die da oben will ich nicht unbedingt sammeln müssen. Vielleicht schaffe ich das auch nicht mit den roten Münzen. Ich weiß es nicht. So, Mario nicht mit voller Wucht dagegen dotzt, das ist nicht notwendig. So. Boom, Spinne. Münzen einsammeln. Boom, boom. Boom. So, komm. Mario, du schaffst das. Münzen. Es ist nicht möglich, da runter zu springen, ohne den Schaden zu nehmen, oder? So, ich bin mal gespannt, ob ich dieses Mal finde, rechtzeitig, wo die Münzen sind. Nö, hier geht's nur raus. Da ist auch nochmal so ein Teil. Neues holen. Das Käppi hält immer so super kurz. Genauso wie die Unsichtbarkeit. Da drüben, hier, hier. Sehr gut. Wow, sind es viele Münzen gewesen. Okay, kein Wunder, dass ich davon keine Chance hatte. Ups. Darf ich eure Münzen haben? Ich bitte um eure Münzen. Ist doch nichts. Ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Wirklich nicht zu viel verlangt euch. Oh, aber war das eine Verschwendung? So, da hatte ich überhaupt keine Chance. So. Wirklich nicht. Das hätte ich nie schaffen können. So. Die da oben werde ich wahrscheinlich lassen, oder? Muss ich die einsammeln? Weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich werde ich sie schon einsammeln müssen. Ansonsten mache ich die roten Münzen doch nochmal wann anders. Weiß ich noch nicht. Drecksvieh. Schwimmt, hier geht's ja gar nicht raus. Hier geht's ja gar nicht raus. Da gibt's ja nur diesen einen Spezialweg, durch den es rausgeht. Das ist der normale Weg. Ist auch nochmal ein Sternenweg. Aber wo war denn der andere? War das hier? Nö, hier ist gar nichts. So. Rein gar nichts. Hier war es, genau. Hier muss ich lang.
Und aufpassen, weil hier ist Zeugs. Ja, man kann hier auch irgendwie in die andere Richtung raus. Ich weiß es. Aber ich weiß nicht genau, wo und wie oder so. So, Mario, wir packen mal wieder unseren Skill aus, den wir mal irgendwann irgendwo in der Truhe geschmissen haben und versteckt haben. Und dann gehen wir weiter. Bam. Danke. So. Boah, scheiße. Scheiße. Eigentlich wollte ich da ja dieses dämliche Dings killen, aber so scheint das nicht zu funktionieren. So. Wir versuchen es nochmal. Es ist ziemlich eng auf dieser Plattform, das ist das Blöde. So, da lang. Es gibt zwei dieser dämlichen Teile hier oben. Oder zwei Augen, glaube ich, gibt's. So. Wow. Scheiße. Scheiße. Ah, da ist er runtergefallen. Sehr schön. Wow. Ich weiß nicht, wie viele Münzen es überhaupt gibt. Ich weiß, unten von 5. Das ist das Blöde. Von 5. Wenn ich da... Ich muss jetzt mal auf die 5 kommen, die ich nur noch brauche, dann, dass ich nach unten gehen kann. Mann, mach mal, dreh mal ein bisschen in eine andere Richtung. Ich hasse das. Takitu. Die Teile zu überspringen ist so dämlich. So, einmal in die Richtung. Wenn man genau im richtigen Moment springen muss. Tick in die Richtung noch. Man muss so ein bisschen jetzt springen ungefähr. So, okay, und jetzt einmal in die Richtung. Und jetzt einmal in die Richtung. Wow, 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 wow. So, jetzt muss ich nochmal schauen, ob ich... Boah, das ist um dieses Ei rumlaufen. Boah, ich schaffe das überhaupt nicht, da rumzulaufen. Nö, so geht das nicht im Bandsprung. Wirklich nicht. Hm. Mann. So, dieses Auge, ich weiß nicht, muss ich das besiegen? Nein, 5 habe ich da und 5 habe ich. Die 5 Daumen will ich nicht einsammeln müssen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal extrem weit in die Richtung. Weil dieses Auge, um das kann ich nicht rumlaufen. Das ist ziemlich blöd. So. Irgendwie müsste ich da ja rumlaufen normalerweise. Immer in die Richtung. Immer so. Und wieder in die Richtung. Lakitu, streng dich an. Ja, hier ist auch nochmal so ein dämlicher Punkt, wo man auch immer hin muss. Jedes Mal muss man zu diesem dämlichen Punkt hier, wenn man da einmal abstürzt, da oben. Und Mario klettert. Mal wieder als Kletterfreund. So, okay, vorsichtig. Sag mal, ich weiß nicht, ob ich die 8 roten Münzen... Nein, wenn ich muss schauen, ob ich genügend Dings hab. Ich finde das immer noch lustig mit diesen schwebenden Boxen, den schwarzen Kugeln, wo das Dings rum drin rumläuft. Mal, wie sollte ich die einsammeln? Hier kommen noch mal so ein paar richtig dämliche Stellen. Ich hoffe, dass ich das nicht brauche. Ich hoffe, dass ich nicht das Auge killen muss. Aber wahrscheinlich muss ich entweder runter oder das Auge killen oder sowas. Dämliche Fledermaus. Bleib weg von mir, Fledermaus. Bleib weg. 10 Münzen fehlen noch. 10 dämliche Münzen.
Jetzt fängt es wieder von vorne an, weil das nützt mir ja nichts. Hm. Okay, ich muss entweder nach oben. Mano, ich habe keine Lust, nach oben gehen zu müssen. Ja, hier nehme ich wie immer meinen neuen Schaden. Warum laufe ich eigentlich hier so dämlich lang? Das brauche ich doch überhaupt nicht. So, jetzt habe ich schon wieder einen Schaden genommen. So, jetzt bitte. Gut, Mario. Hier ist nochmal eine. Aber das nützt mir leider nichts, das ist immer noch zu wenig. So, bam, 92. Das wird wieder gefährlich. Das wird so saugefährlich jetzt da oben. Nein, ich setze keine Safe-Sets. Ich werde keine Safe-Sets setzen. Das spreche ich jetzt zu mir selbst, ich weiß. Weil ich werde keine Safe-Sets setzen, wirklich nicht. Auch wenn ich es wahrscheinlich gleich wünsche, dass ich es getan hätte. Ich halte den Button so fest, wie ich nur kann. 96, 97. Komm, Mario, komm, komm. Zurück, komm zurück. Moment, sind hier unten nicht noch welche? Ich weiß nicht, habe ich die schon eingesammelt oder noch nicht? Na. So, wahrscheinlich macht das nicht geil. Ja, ich habe sie schon eingesammelt. Scheiße. Nein, habe ich noch nicht. Dann kann ich meinen. Dann muss ich nicht mal nach unten. Dann kann ich noch beide Steine einsammeln. Und habe dann das Level fertig. Da, danke. Yeah. Ja. Wisst ihr, wie mich das freut jetzt? Da wären auch nochmal 5 gewesen. Jetzt will ich irgendwie wieder zurückkommen. Das ist halt jetzt ein bisschen gefährlich. Nein. Ich muss nochmal die roten Münzen machen. Ich muss die roten Münzen nochmal machen. Okay. Verstehe schon. Aber okay, das ist kein Problem. Immerhin habe ich jetzt diesen Termin 100 Münzenstern. Das ging ja mir am meisten auf den Nerven. Hier geht's. Im Wasser geht es nicht, der Weitsprung. Kommt Torfeuer, kommt nur. So, sehr schön, das geht nämlich nicht, wenn man nicht Metal Mario ist. So, diesmal muss ich mich um nichts kümmern, nur um rote Münzen. Und das ist klasse. Das war einfach einmal ein bisschen blöd Dings gehabt. Das kann immer mal passieren. Lakitu, streng dich an. Stell dich nicht an. Außer in der Schlange. In der Schlange darf es sich gerne anstellen. Weil das ist immer so unhöflich, wenn man das nicht tut, finde ich. Wow, 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 wow. In die Richtung, bitte. So, da ist eine rote Münze. Bleibt natürlich sofort stehen, dem Moment, wo ich hier stehen bleibe. Aber das macht uns ja nichts. Und wir gehen weiter. So, in die Richtung geht's weiter. Damit wir die restlichen 8 roten Münzen hinten sammeln. Ups, tut mir leid. In Skype wird es gedämpft, wenn ich gegen mein Mikro stoß. In Aufnahmen immer nicht. Das ist ein bisschen blöd. So, Mario, gehst du nach oben. Ganz gerade nach oben. So, und jetzt schön vorsichtig. Wie vorhin machen wir das. Ganz wie vorhin. So selbstsicher, so perfekt. Wie es vorhin geklappt hat. Das hat genau richtig hingehauen. Vielleicht nehme ich mal irgendwann die weißen Ränder drumherum weg. Oder
die schwarzen Ränder oder sowas um den Bildschirm. Dann sieht man nicht immer meinen Project 64 Bildschirm. Aber muss ich mal schauen. Vielleicht lasse ich es auch einfach so. Fledermaus, haust du bitte ab? Ich kann dich nicht leiden. Das war noch, ist noch lange kein Grund mehr, eine reinzuhauen, nur weil ich dich nicht leiden kann. Ups, nicht ganz so, wie ich wollte. Und das Level ist fertig. Endlich. Yeah. Gut, damit haben wir die ganzen Kellerlevel fertig. So, was kommt als nächstes? Ach nein, natürlich. Noch lang nicht. Es fehlt ja noch ein komplettes Level. Ein Bowser-Level fehlt ja noch. Da habe ich auch noch nicht alles. Es wäre zu lächerlich einfach gewesen, wenn das jetzt schon die Kellerlevel gewesen sind. Wären. Aber im Moment inzwischen sieht es schon gut aus. Bam, 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 bam. Es fehlt die Dire Dire Dogs. Das sind einmal die 100 Münzen, die 8 roten Münzen und die Dingsmünzen, die mir noch dieser Rochen. Und die kommen jetzt alle nacheinander. So, schön am Rand reinspringen. Pole Jumping. Das haben wir eben geübt, aber ich will jetzt erstmal mit diesem Rochen machen. Auch wenn das nervig ist, weil der einfach mir die ganze Zeit die Ränge nicht zählt. So, jetzt. Mario, tauchen, tauchen, tauchen. Eins, zwei. Den zählt er mir sowieso nicht mehr. Eins, zwei. Warum zählt der nicht? Warum zählen manche und manche anderen nicht? Ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem mit denen ihrer 3D-Grafik. Drei. Fünf! Fünf, tatsächlich alle geschafft. Jetzt muss ich nur noch dahin kommen, ohne vom Stuhl aufgesogen zu werden. Yippie, das ist... Ach, warum muss ich den eigentlich da hinsetzen? Keine Ahnung. Aber jetzt haben wir das schon mal. Es fehlen die 100 roten Münzen. Da muss man super vorsichtig sein. Es gibt nämlich nur 103. Wie ich schon mal irgendwann erwähnt habe, glaube ich. So. Dass wir super, super genau schauen, wo die 100 sind. Hier irgendwo am Rand waren die ersten 8. Die ersten 5. Irgendwo hier, wo man runtergeht. Da sind sie doch. Da drüben hier. Die darf man nicht übersehen. Die sind gefährlich. So. Hier gibt es so dämlich wenig Münzen. Das ist so ärgerlich. Oder so nervig. Vor allem, das sind wieder diese Wirbelsturm-Dinger. Alles, was so nah am Wirbelsturm ist, ist so nervig. Wow, 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 wow. Nicht in den Wirbelsturm reingehen. Nicht in den Wirbelsturm. Wow, 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 wow. Puh. Kann das sein, dass ich eben mitten im Wirbelsturm geschwommen bin? Kann das sein? Boah, das war Schwein gehabt. Das ist nicht selten tödlich. So nah ranzugehen. Das war Schwein gehabt. So. Alle Münzen einsammeln. Es gibt keine Möglichkeit, Münzen zu vermeiden. Geht nicht. Hier nicht in diesem Level. Im anderen schon, aber in dem hier nicht. Wow, hier sind noch mehr. Oh Mann, ich habe da noch eine Münze nicht. War hier nicht irgendwo noch... Ah, die Truhen, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hier ist nichts drin. Nein, 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 nein. Schön vorsichtig. Ich habe doch da eben irgendwo eine Münze gesehen. Ach nö, das waren nur die hier. Nein, 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 nicht in den Strudel, nicht in den Strudel. Wow, 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 dieser Strudel nervt mich.
Wenn ich zwei auslassen kann, dann kann ich die zwei auslassen. Es kann natürlich sein, dass... Also ja, es gibt 103 in dem Level. Das heißt, man kann wirklich fast keine auslassen. Eine kann man auslassen. Zwei oder drei, aber sonst... Ich komme jetzt auf 101 Münzen höchstens. Außer ich sammle die jetzt noch ein, aber da habe ich jetzt keine Lust zu. Naja, es kann sein, dass ich nachher zurückschwimmen muss, aber das macht nichts. Das macht mir wirklich nichts. Nur aufpassen, dass ich nicht drauf gehe. Das war nämlich schon aufwendig bis jetzt. Ah, so. Komm. Mario, auftauchen und abtauchen. Ab geht's. Auf geht's. Ab geht die Party, in die Party geht ab. Hey, ab in den Süden. Yeah. Inzwischen über 600 Views insgesamt. Nicht da lang. Hier ist doch irgendwas bestimmt, oder? Habt ihr Muscheln irgendwas? Nur Luft. Nur Luft. Ja, nur Luft. Dann würde ich mal sagen, das ist ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, wir schauen mal, dass wir schleunigst nach oben kommen. Wow. Nur Luft ist immer ein gutes Stichwort. So ganz zufällig. Aber hier ist doch irgendwas drin, oder? Komm. Sag mir, dass da was drin ist. Cooper-Panzer. Muscheln, Cooper-Panzer und Muscheln kann ich ja nicht einsammeln. Habe ich ja schon öfters festgestellt. Das ist so nervig, dass es hier so wahnsinnig wenig Münzen gibt. Ich habe zwar schon 50, aber... Boah. Damit haben wir aber alle hier unten, oder? Würde ich mal so vermuten. Verbinde die Kappen, den haben wir ja schon längst gehabt. Zwei Zuschauer. Im Moment. Ich weiß nicht, warum ich das eigentlich immer wieder sage. Ich glaube einfach, weil ich Spaß dran habe, das zu sagen. Wow. Und einer ist weg. Und wieder los. Ich sollte es nicht sagen. Jedes Mal, wie ich das sage, verschwindet wieder die Hälfte. Das ist jedes Mal dasselbe. So, hallo. Stecken, Stab, kommst du her? Kommst du bitte her? Ach, ich kann erstmal die anderen 50 anderen Münzen sammeln als die roten. Ach, die da oben herumhängen. Irgendwo müssen noch welche sein da. Wow! Keine Ahnung, wo die unsichtbar. Was das jetzt für eine unsichtbare Wand war, aber okay. Aber es müssen hier doch noch mehr unten sein, oder? Täusche ich mich da? Da sind die Muscheln. Wo sind noch extra welche Dings? Es muss hier doch noch mehr geben. Hier kann man ja durchschwimmen, aber wo waren die restlichen Münzen? Die können doch nicht alle nur die roten sein. Oder sind da wirklich alle da oben? Das kann aber schon sein, dass es da, dass alle da oben sind, die restlichen alle. Okay. Keine unsichtbaren Wände mehr, bitte. Moment, das bringt mir nichts. Ja, es kann ja sein, dass hier noch oben noch normale Münzen sind. 16 reicht nämlich noch lang nicht. Mann, das war mal wieder typisch, dass ich direkt von vorbei springen würde, aber das ist blöd mit der 2D-Sicht von Mario. Die ist immer ein bisschen schwierig. So, wir gehen in Mario-Sicht. Nö, das sieht man ja gar nichts mehr. So, kann bitte jemand hierher kommen oder der mal wieder von da drüben kommen irgendwann? Das gibt's doch nicht, dass hier Dings ist. So, hier runter. Ah, da drüben. Jetzt weiß ich, was das Problem ist. So, einmal in die Richtung wieder. Sobald wir da sind, hüpfe ich rüber. So, okay. Hier lang.
Kannst du mich darüber bringen? Da hinten sind ja noch blaue Münzdinger. Ich hoffe, dass ich das hinkriege, weil wenn ich das mit denen verkacke. Mit den blauen, das wäre dumm, ärgerlich, was weiß ich. So, bitte ein bisschen runter. Wow, ich muss nochmal springen. Wow, bitte bleib hier. Ah, okay. Das ist jetzt etwas weniger leicht zu versauen. Und man merkt, es sind sehr, sehr wenig Münzen nur noch da. Es sind noch ein paar rote Münzen, deshalb reicht es noch aus, hoffe ich. Ansonsten bin ich halt nochmal zurück. Das wäre dämlich, wäre halt ärgerlich, aber es macht mir auch nichts. Hatten wir ja schon öfters. Bitte Mario, dreh dich mal um. So, da kann man sich ein bisschen Zeit mitsparen. Ist halt ein bisschen gefährlicher. Aber das macht mir ja nichts. Oder kommt 3, 6, 2, 4, 6 Münzen. Fehlen aber 7. 3, 4, 5. 6, 7, 8 fehlen aber nur noch die 3. Das heißt, ich muss tatsächlich nochmal zurück und eine dieser Münzen einsammeln. Das ist halt ärgerlich. Ich dachte, es wären 103 gewesen. Aber anscheinend sind es doch nur 101 oder so. Dann hole ich mir doch gleich. Weil sonst bringt mir das ja gar nichts. Ärgerlich, dass mir das Dings ist. Ich doch eine Münze mehr brauche. Weiß jemand, das natürlich kann auch sein, dass es wirklich 101 waren. Dann war das mit dem 103 ein anderes Level. Dann muss man tatsächlich jede dämliche Münze einsammeln. Oder ich habe tatsächlich die eine übersehen. Dann nehme ich die eine Münze noch mit. Ein oder zwei macht dann ja auch nichts mehr aus. So, und jetzt weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg, 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 weg. So, Mann, das dürfte jetzt schaffen. Jetzt habe ich nur noch eine dämliche Münze zu sammeln. Und dann muss ich noch, dann habe ich 2 Sterne wieder. Und dann bin ich mit dem Level durch. Und dann heißt es Bowser Level, rote Münzen. Oh yeah, das wird lustig, das wird ein Spaß. Leute, wisst ihr das? Das wird so ein Spaß. Aber das hier ist ja auch geplant als Fail-Part. Ein Part voller Fails und Skill und Nicht-Skill und Mega-Skill und Under-Skill, Uber-Skill und so weiter. Das ist ja der letzte Teil von Super Mario 64. Einfach nochmal alles durch mit maximal dann Yoshi und Zeugs. So, jetzt bin ich hier lang. Kommst du her? Komm her, komm her. Du musst dir nichts riskieren, weil der ja sowieso hier rüberkommt. Da spart man sich auch keine Zeit mit. Anders wäre es, wenn es in die andere Richtung fahren wird. Natürlich sind Fails auch lustig zum Anzuschauen. Zumindest für, vor allem für schadenfrohe Leute. Aber sonst... Ja, da heißt es nachher wieder schön da hochgehen, da rüber und dann... Plan fails. Okay, erfolgreich. Klasse. Mann. Geplante Fails wirken immer so langweilig. Nur das war leider nicht geplant. Wäre aber cool gewesen, wenn man einen Fail planen könnte. Aber cool, das sind eigentlich die Sachen, wo ich irgendwas sag. So, jetzt sterbe ich. So, jetzt bin ich Suche 5, jetzt sterbe ich. Und 2 Sekunden später bin ich tot. Das ist immer lustig. So. Kommst du her? Komm her. Huch.
Ich hatte gedacht, ich hätte den verpasst. Wer das jetzt nicht gedacht hätte, boah. Haha, gleich zwei Sterne auf einmal. Ach genau, das war das mit dem Glitching. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Auf einmal ist man mitten im Wasser drin und dann ist man auf einmal da. Es ist äußerst interessant. Das ist ziemlich verglitscht, aber okay. Ich glaube, das hat man so ziemlich immer, weil man eigentlich immer die Münzen hier zu, die 100 Münzen fertig hat, bei den roten Münzen. So. Ich will den Stern haben. Ich will den Stern haben. Haben wollen. Wollen haben. So. Bisschen so und jetzt sollte das eigentlich hinhauen, den Stern zu kriegen. Ja, der Stern. Nummer 88. So, okay. Jetzt heißt es zu überlegen, wo sind die roten Münzen im Bowser-Level? Mann. War doch ein bisschen zu wenig weit. Gut. Hier ist nichts, nö. Nehme ich diesmal wieder das Ding mit? Ja, diesmal nehme ich es mit. Aber theoretisch braucht man es überhaupt nicht. Scheiße. Lande bitte. Mario, warum landest du auch nicht auf dem Teil? 88 Dings und ein 8 Leben. Cool. Jetzt sind nur noch 7 Leben. Oder bis 8 eigentlich. Jetzt sind es 8 tatsächliche Leben. Extra Lives. Man kann es natürlich auch einfach als Extra Lives nennen. So. Ich weiß nicht, das letztes Mal ohne die beiden Dinger hier, ohne die Teile hier gemacht. Ich glaube, da bin ich da in die Lava geflogen. So. Die Münzen nehme ich auch mal mit. So, und ich erinnere mich noch daran, dass ich hier hoch musste. Dafür, um das zu kriegen. Hier gibt es ja keine 100 Münzensterne, das ist das Klasse. Das ist das Gute. Sonst müsste ich die ganzen Goombas hier killen und alles Mögliche. Ah ja, stimmt, den Lift, den man zweimal nehmen muss. So, das ist immer das in Münzen und Sternen. So, ja genau, man muss nämlich da runter. Das geht halt nur, wenn man. Ja, war das irgendein Let's Play hat das doch mal gemacht. Nein, das Leben krieg ich nicht. Das Leben kriegt mich nicht. So, dafür muss man da sich runterfallen lassen. Daran erinnere ich mich noch gut. So kommt man da auch hoch wieder. Und wir steigen weiter nach oben. Die Münze haben wir, oder? Ja, die haben wir eingesammelt. Da muss man jetzt mal drauf kommen. Lift wegfahren lassen. Wow. Wenn man verdammt gut ist, kann man auf dieser Kante rutschen. Mario, kannst du bitte? Danke. So, komm. Einsammeln. Bulli, sei nicht so nervig. Hui, cool. Aber die Münze kriege ich nicht mehr. Okay, mir fehlen nicht mehr zu viele Münzen. So, danke für das Leben. Vielen Dank für das Leben. Es hat mir das Leben erleichtert. Wenn ich mich nicht täusche, war hier die rote Münze die eine. So, 6. Fehlen nicht mehr viele. Einmal schnell hier hochschaffen. Aber wo waren die letzten? Damit kriegt man die meisten der Münzen.
Ah ja, genau da drüben. Und die letzte war auch irgendwo da, so richtig dämlich weit oben. So, bitte nehmen. War die nicht hier mit einem Wandsprung zu erreichen, die rote Münze? Nein. Aber hier war doch die... Wo war jetzt diese rote Münze? Ah, da war der rote Münze. War der Stern, genau. So. Hat mich zwar wieder ein bisschen Leben gekostet, aber jetzt habe ich alles. Und jetzt... Aber es ist doch weniger fähig geworden, als ich gedacht hatte. Komm, das muss doch gehen. Ja, das geht. So haut's nicht hin. Wow. Ich glaube, ich gehe ein bisschen besser nochmal einen Schritt zurück. Und dann möchte ich dieses Herz durch. So, komm her. Mario, ganz vorsichtig. Wir gehen jetzt, versuchen jetzt einfach diesen Grat hier entlang zu gehen. So, 89 Sterne. Da ich den Bowser schon längst mal besiegt habe, brauche ich den nicht wieder killen. So, gut. Jetzt können wir nach oben die ganzen oberen Level lösen, von denen ich ja noch fast gar keine gelöst habe. Yeah! 89 Sterne! Wow, aber immerhin habe ich die ganzen Level unten. Schneemannland. Schneemannland. Ist es, ja, hier. Im Spiegel, in der DS-Version, kann man da sogar durch den Spiegel gehen, irgendwie. Naja, der Kopf des dicken Schneemanns, genau. Ja, den Typen haben wir auch schon mal ordentlich den Hintern versohlt, irgendwann. Rote Münzen, stimmt, das kommt ja auch irgendwann wieder. Haha, ich freue mich drauf. Irgendwie nicht, aber das macht ja nichts. Für die 8 roten Münzen muss man da hinten hinkommen, das ist auch recht lustig. So. Komm. Mario, du schaffst es. Hier gibt es überall so viele coole Sachen in dem Spiel, in dem Level hier. Wow. Man sollte entweder läuft man auch. Ich glaube, wenn man sich auf den seinen Kopf stellt, hat man gar keine Probleme. Denn nebenher laufen ist verdammt schwer. Auf den Kopf, da kommt man, glaube ich, relativ einfach weit. Und ich glaube, es gibt auch irgendwo eine Möglichkeit, da drüber zu, dahin zu kommen. Irgendwie so. Genau so geht das. Scheiße. Das war nicht das, was geplant war. Jetzt muss ich da diese dämliche Mütze holen. Mann, die fliegt natürlich mitten in den Eisblock. So, danke. Damit haben wir wieder Mütze und nehmen wieder weniger Schaden. So, irgendwie ging das doch da, sich das etwas einfacher zu machen. Natürlich, man hätte die Kanone freischalten können. Aber ich glaube, es ging noch, gab noch irgendwo eine Möglichkeit. Hier gab es auch irgendwas. Im einen war irgendwie Münzen oder ein Leben oder so. Ah, nein, Stern. Dann nehmen wir halt den Stern. Wenn es ein Stern ist, dann ist es ein Stern. So, einmal ganz kurz wegklicken und was schauen. Okay, passt schon. Ich weiß nicht, ob das... Ach, keine Ahnung. Passt schon. Hey, go.
finde es lustig. Manchmal werde ich selbst als Video angezeigt, manchmal nicht. Oder laut Chat zumindest. Laut Chat bin ich der einzige Zuschauer. Weiß natürlich nicht, ob das einfach stimmt oder nicht. Aber ist ja auch wurscht. Es gab doch irgendwo einen Trick, da hochzukommen. Aber hier ist auf jeden Fall mal ein Panzer drin. Den man für die roten Münzen braucht. Ziemlich lahmer Panzer, würde ich mal so sagen. Weil hier die ganzen roten Münzen, die kann man ja alle einsammeln. Aber trotzdem, irgendwo... Ich glaube, man kann das auch einsetzen, um den da runter zu stoßen. Ja, geht auch. Zum Beispiel. Wow! Nicht drinstehen, ich will ja... Ich will ja andere Sachen machen. Aber eigentlich bin ich ja hier gar nicht mehr so falsch gewesen. Ein paar Münzen sind auf tödlichem Wasser. Ach schmarrn, hier kommt man doch auch irgendwie hoch, oder? War das nicht so, dass man hier hochkommt, deswegen? Stimmt, das könnte ich auch machen. Mache ich auch zuerst. Wenn ich jetzt schon hier bin, kann ich das auch gleich machen. So, Mario, klick mal da rein. Jetzt Iglu. Hier braucht man auch die Mütze wieder für. Aber die sollte man inzwischen längst geholt haben. Sonst ist man nämlich hier etwas blöd dran. Und hier ist auch gut für Münzen. Ich werde hier einfach mal schauen, wie viel ich krieg an Münzen. Ja, hier ist irgendwo... Da. Ah, hier ist auch die Bombe drin. Dann werde ich mich mal mit der unterhalten. Ernstes Wörtchen reden. Hey, kannst du mir die Bombe... Ja, danke. Vielen Dank fürs Öffnen der Kanonen. Wie viel Münzen hier drin sind, das ist Wahnsinn. Außerdem ist hier Mario Sicht etwas praktischer. So, das war ein Leben, okay. Hier ist so viel Eislabyrinth. Wow, wow, Goomba. Hier war doch irgendwo auch dieses dämliche Dings. Ach, dieses Labyrinth macht einen wahnsinnig. Wenn man einfach nichts richtig sieht. Uah. Hey. Mario, zeig mir. Kannst du mir mal sagen, wo du bist? Egal, ich werde mal die hier einsammeln. Die anderen sind ja zufälligerweise in Eis eingefroren und drehen sich trotzdem weiter. So, hier. Kommt man nämlich nur rein, wenn man den Sprung macht. So, und raus kommt man natürlich einfach. So, das ist wahrscheinlich eine Stelle, wo man es normalerweise macht. Mit Dings. 47 Münzen. Achtung, Goomba, Goomba, Goomba. Goomba kann mir doch gar nichts. Goomba kann mir doch gar nichts. Jetzt bin ich auf jeden Fall hier wieder, erstmal wieder rein. Und man sieht rein gar nichts. Also Marios Sicht. Die ist wirklich hier super praktisch. So, und wir sind hier drin und holen uns den Stern und haben es geschafft. Ja. Yeah. Ich werde hier nochmal rein müssen, wenn ich den Münzstern machen muss. Ins Iglu rein. gegen die Wand laufen bringt gar nichts. So, jetzt fehlt noch der 100 Münzenstern und natürlich die Kanone, die wir beim letzten Mal freigeschaltet haben. Können wir perfekt nutzen, um uns auch zum Kopf zu schießen. Das ist etwas einfacher, als da hochzulaufen. Wenn ich mich nicht täusche, ist da nämlich ein Baum oben. Wow, 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 wow. Okay, das kann ich schaffen. Das habe ich gleich geschafft. Das ist gar kein Problem. Ich muss mich nur noch mal schießen lassen. Okay, ungefähr 45 Münzen. Du hoffst, dass ich 120 Sterne kriege? Das ist kein Problem, die schaffe ich schon. Das schaffe ich jetzt. Das ist mein Ziel in dem Dings hier.
das, die anderen, das normale Let's Play habe ich abgeschlossen. Das geht jetzt nur noch darum, die 120 Sterne zu sammeln. And almost to final battle. Ja, Bowser kann man ja schon längst mit 80, mit 70 gleich besiegen. Habe ich auch schon gemacht. Schuschu? Hä, was? Schuschon? Ja. Münzen. Und 8 rote Münzen. Das ist ein Unechter, oder? Nö, das ist dann ein Unechter. Hey, ich bin ja doch draufgesprungen, oder? War das nicht draufspringen? Drecksvieh. Danke. So einfach hätte man das haben können. So, jetzt Münzen sammeln. Alle 120 Sterne wollen wir haben. Hä? Kusia 2? Zuschauer? Kann es Zuschauer heißen? Keine Ahnung, wenn ich nicht weiß, was ihr im Chat schreibt. Ich muss ungefähr wissen, was es heißt, sonst kann ich nichts sagen. Bei denen geht es genauso wie mit den anderen Viechern. Hey, schau mir eigentlich an und lauf hinterher. Die kann man genauso killen. So. Bam. Komm runter, Mario, komm runter. So schlimm kann es nicht sein. So, da ist eine rote Münze. Ja, sagt er da immer Boing, oder? Sagt Mario da Boing? Ich weiß es nicht genau, aber ich habe immer das Gefühl, dass er das sagt. So, und ihr... Warum hat er diesmal den Sprung nach vorne nicht gemacht? Und beim letzten Mal schon, und diesmal wieder, und... So, einmal kurz im Kreis rennen. So, hier war doch auch... Da habe ich noch eine Münze übersehen, genau. Das war klar. Ah, Mann, oh. Komm her, komm zu mir. Ist doch nicht so schwer, zu mir zu kommen. Müssen die Münzen so weit wegrutschen... Soll ich denn die alle einsammeln in der Zeit? Nicht mal die geschafft mehr, okay. Aber immerhin haben wir ein Leben gekriegt. Gekriegt, jetzt haben wir es uns. Ja, der sagt doch jedes Mal Bäume hinauf von so einem Vieh abspringt. Oh nein, meine Grafikkarte. Ich hasse das. Warum passiert das eigentlich ständig? Wow, das ist doch das Eiswasser, das Schaden macht. Ich werde also wahrscheinlich gleich mal die Grafikkarte fixen müssen. Aber egal, das mache ich bald. Komme ich jetzt überhaupt noch hin? Ja, das geht, wenn ich genau richtig springe. Oh nö, springen komme ich nicht. Shit. Okay, ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal, dass ich, keine Ahnung. Ich habe ja jetzt keine Möglichkeit mehr, das Level zu schaffen eigentlich, oder? Oh, diese dämlichen Grafikbugs. Ich hoffe, ihr seht die nicht, wirklich. Weil ich hoffe, dass es wirklich nur Bildschirmdings ist. Und nicht auf dem Computer ausgeweitet. So. Das war blöd irgendwie. Keine Ahnung, warum das mich jetzt übergehauen hat, aber egal. So, Marios Cappy und los. So, Mann. Jetzt heißt es, wir müssen irgendwie da hinkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich mich einfach blind in die Pampa schieße, eine gewisse Chance habe, genau dort rauszukommen, wo ich rauskommen will. Das war ein bisschen nicht ganz da, wo ich hin wollte. Ich muss mir den Kopf anschauen, wo das ist vom Kopf. Mario, geh mal bitte in deine Ego-Perspektive.
Okay, direkt hinter dem Kopf. Ich muss dahin, um zu diesen Dingern zu kommen, weil ich krieg nicht alle Münzen in dem Level. So, nicht alle Münzen, das heißt auch noch lang nichts. Sparkies. Ups. Der ist auch noch da. So, komm. Umfallen, umfallen. Nicht nach mir werfen. Eins, zwei und drei. Sehr gut. Jede Münze zählt. Rote doppelt. Und die letzten Zuschauer sind weg. So, komme ich so dorthin, wo ich hin will? Ich muss diese Grafikglitches gleich mal beheben irgendwie. Shit. Wow, halb gekillt dadurch, dass ich hier runtergefallen bin. Aber ich glaube, ich schaffe es nicht, dass ich da irgendwie hinkomme. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich will nicht drauf gehen. Ich habe keine Lust drauf zu gehen. Ich bin immer noch in Marios Sicht, okay. So, jetzt muss ich schauen, dass ich hier hochkomme. So komme ich da auf jeden Fall nicht hoch. Oh no. Wie schaffe ich denn das? Egal. Immerhin bin ich froh, dass Mario noch relativ gut angezeigt wird. Bisschen der Schnee, ein bisschen rot, aber sonst. Ich hatte das auch im WoW, es ist viel schlimmer. Ich glaube, es liegt daran, dass die Grafikkarte viel weniger Farben auf einmal darstellt. Nein, so komme ich da nicht hin. So, und jetzt darf ich keinen Schaden mehr nehmen und ich habe auch keine Münzen mehr, um mich zu heilen. Klasse. Sieht irgendwie bescheiden aus für mich. Klaus, jetzt hätte ich es verkackt. Und zwar völlig. So, und zwar absolut richtig schön verkackt. Und das heißt, ich kann jetzt erstmal wieder schauen, wie ich irgendwann das wieder gerade hinkriege. Nö, so wird es nichts. Da ist so ein Typ, der Feuer speit. Komme ich da irgendwie hin? Nicht wirklich. Ah, Mann, das war nix. Das war natürlich wieder mal richtig nutzlos. Okay. Kurz verlachsen, das bringt nichts. Weil sonst bin ich gleich tot. Aber ich werde diese Session nicht beenden, nur wegen diesen paar Grafik-Glitches, außer man sieht die. Und dazu bräuchte ich erstmal Dings, jemanden, der mir schreibt, ob man die sieht. Das sind halt die Standard von meinem Bildschirm. Ich glaube nicht, dass man das sieht. Dreckige Viecher, da hast du mir einfach nicht die Sterne geben. Die könnten mir doch einfach die Sterne schenken. Gut, jetzt versuchen wir es also nochmal. Warum geht das nicht? Warum muss ich den extra treffen? Komm schon. Stell dich nicht ganz so. Mario, bleib bitte in deiner eigenen Sicht. Ah, danke, so. Bitte alle Münzen zu mir. Zu mir, bitte. Nicht abhauen. Nicht abhauen. So. Boah, Mann. So, bam, 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 endlich. So. Weiter, die noch. Insgesamt 623 Views bis jetzt von meinen Videos und Zeugs auf Twitch. Interessant, oder? Ich
glaube, ich hätte mich so schießen müssen, um es zu schaffen. Kann ich jetzt aber noch nicht sehen. Nö, hätte mir auch nichts gebracht. Scheiße. Scheiße, das bringt mir nichts. Ich muss sie dazu bringen, mir wieder ins Wasser zu folgen. Boy. Nein, 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 Mario. Scheiße. Jetzt bin ich schon wieder fast tot. Das Problem ist, ich kann die im Moment nicht einsammeln, weil ich nämlich zu wenig Life habe. So, okay, komm. Komm schon, Münze, Münze, Münze. Danke. Münzen, alle wieder da. Wir nur noch schaffen, darüber zu kommen. Jetzt muss ich aber die hier rüber zu mir locken. Komm nur her, komm her, komm her. Noch ein Stück, noch ein Stück, komm. Wie soll ich sonst auf dir landen können? So kann ich nicht auf dir landen und da bringt mir das nichts. Komm, komm her. Sehe ich überhaupt nicht, ob die jetzt hinter mir herkommt oder nicht. Doch, sie kommt hinter mir her. Nicht zurückgehen, nicht zurückgehen. Drecksvieh. Ich bin gleich wieder tot. Ich kann mich auch gleich ertränken. Ja. Kein Problem, war ganz einfach. Drecksding. Komm schon jetzt, das gibt's doch nicht, das ist doch nicht so schwer. Es geht mir jetzt darum, dass ich zuerst das Viech hole. Das ist ein dämlicher Sprung, wenn man den verkackt. Den Sprung von dem Vieh hier rüber darf man nicht verkacken. Das ist ganz wichtig, sonst ist es ziemlich blöd. So, jetzt, diesmal habe ich es geschafft. Aber wie gesagt, ich höre erst auf, wenn ich mir 120 Sterne und brauche noch mal besiegt habe. Und in das Rennen gegen Dings geschafft habe. So, bitte. Ach, egal, lass ich die letzte Münze halt stehen. 6. 7. Die letzte war doch hier irgendwo, oder? So, damit haben wir die 800. Haben wir den schon mal, den Stern? Was war das hier drunter? Kann ich dagegen springen? Ja, aber es bringt mir nichts. Komm. Komm her. Bautz. Ach, egal, den kann ich auch lassen. So, komm. Den letzten kriege ich nicht. 36 Münzen, reicht mir das? Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Ich habe aber noch gute Mengen an die Typen hier übersehen. Und deshalb ist es natürlich kein großes Problem da. Scheiße. Nicht schon wieder. Jetzt, wie soll ich denn da jetzt wieder hinkommen? Komm schon, Mario, kill ihn, kill ihn, kill ihn. So, okay, den Stern sammle ich nicht ein, den brauche ich nämlich nicht. Warum kann ich den nicht töten? Wenn ich den mit dem ersten Sprung auf die Münze gehe, tötet es mich selbst. Mano. Komm schon. Komm schon. Stirb, stirb, stirb. Habe ich den schon gekillt? Weiß ich nicht. Sehe ich gleich. Nee, hat die noch nicht.
Okay, jetzt habe ich die meisten gesammelt. Jetzt muss ich nur irgendwie da hinkommen, wo ich hin will. Nämlich zu diesem kleinen, dreckigen Dings. Das müsste doch, wenn ich nicht so schieße, gehen. Ganz einfach kann das gehen. So leicht kommt man hier rein. So Kanonenschießen ist was für, ist nichts für Anfänger, aber es ist gut so schaffbar. Also es ist wirklich gut schaffbar. Da noch. Ich hoffe, hier sind genügend Münzen drin, ansonsten bin ich nochmal nach draußen. Aber hier kann ich ja zum Glück raus. Wo ist er? Da. Hier ist es, schrecklich mit diesen Grafikglitches, aber okay. Die Dings ist ja zum Glück schon längst offen, die Kanone. Das hat mir ziemlich viel geholfen, muss ich mal so sagen. Wir gehen mal wieder. Ach, keine Ahnung. Irgendwie war das wieder schon ein bisschen glitchy eben. Aber okay, das macht uns ja nichts. Wir schaffen das auch so. Im Moment die Richtung. Nicht die Richtung? Ah ja, hier lang. So viel Zeugs hier. Gut. Bitte die Kappe aufziehen, Mario. Man ist wirklich bescheidenst in der Richtung. Oh, 5 Münzen. Ich weiß, wo die letzten 5 sein können. Wenn ich rausgehe. Ich kann hier wieder raus. Das ist ja das Gute. Jetzt habe ich noch genau 5 Münzen. Und wenn ich mich jetzt blöd anstelle... Spring, 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 spring! Ja! So, jetzt muss ich nur noch wegschwimmen von hier, dass ich hier wieder rauskomme. Und dann nehme ich den letzten Stern noch mit und dann habe ich es da wieder. Ja. Oh ja, ich muss aufpassen, das Wasser da verbrennt ja. Aber das war, paar Mal richtig schön Schwein gehabt. Und jetzt bin ich gleich tot, oder? Wegen dem Drecksvieh, oder nein? Nicht. Und hab den Stern, hab damit das Level abgeschlossen. So, dann haben wir die ganzen schönen Level abgeschlossen. Jetzt gibt's nur noch böse Level, die richtig zeitintensiv werden. Ist das jetzt nochmal ein Grafikglitch mehr? Nö, passt schon. 623 Views insgesamt und 2 Follower, wow. Jetzt, wie sieht's aus? Snowman's Long, Wet Dryland, Tall Tall Mountain ist das nächste. Das ist das Level hier. Oh yeah, das wird auch ein Spaß. Goomba und Goomba und Goomba. Was war nochmal die Aufgabe? Ah ja, Monkey Cave. Cage, was weiß ich. Der eingesperrte Affe. So, jetzt erstmal rausfinden, wo dieser dämliche rote Bombe auch ist. Die war doch auch hier irgendwo. Nicht hier, nicht hier. Die war nämlich nicht hier, aber irgendwo war sie. Und dann zur Kanone kommen auch so bescheiden, aber das ist ja nichts für mich im Moment. Kein Problem im Moment, sagen wir es mal so. So. Wow, wow, wow. Kommt ein Goomba von oben. Irgendwo sind Affen. Und hier können wir lang. Und gleich sind wir ganz oben. Wieder mal. Wo ist eigentlich diese dämliche Bombe? Da ist der eingesperrte... Stern. Und jetzt müssen wir den befreien. Und wie geht es am einfachsten? Indem wir Fangen spielen, oder?
Oh Mann. Danke. So, wow. Dem kann ich, glaube ich, jetzt folgen. Ja, ich glaube, was wäre die andere Möglichkeit gewesen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Stern jetzt mir gleich. Danke. Okay, da unten ist er. So. Hat nicht ganz so hingehauen, wie ich wollte, aber okay. Passt schon. Hier ist ja auch noch irgendwo eine geheime Rutsche, die muss ich auch nochmal irgendwann holen. So, 95 Sterne. Ja. Oh, gut, mit Moment. Da ist ein Stern. Seltsam. Ich glaube, das war aber ein bisschen buggy, dass ich das sehe. Ich will aber hier irgendwo mal diese dämlichen Dings aktivieren. Diese blöde rote Bombe, aber das geht ja nicht. Ich muss jetzt mal wissen, wo die ist. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung, wirklich nicht. Ich muss wenig, wo dieses andere Zeug ist. So. Da ist auf jeden Fall die Kanone. Die roten Münzen, ja. Diesmal will ich sie. Ach, ich könnte es eigentlich wieder kombinieren mit dem anderen. Dann muss ich aber nochmal zum Anfang zurück. Ist jetzt ein Weitsprung notwendig? Ja. So, Spannung. Oh ja, hier geht's irgendwo nach unten. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich kombinieren will. Weil es dann doch wieder ziemlich extrem in die Richtung geht, das Dings ist. So, 6. Wie viel fehlen noch? 2. Gut. Wo sind die letzten beiden? Da ist eine. Da ist auch noch mal eine. Baut, damit haben wir das. Jetzt müssen wir nur noch dahin kommen. Ne, ich glaube, die 100 Münzen mache ich extra. Wow, 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 wow. Ich sehe ja gar nichts. Okay, damit haben wir das schon mal. In Super Mario 64. So. Titel dieser Sendung, ja, klar. Huch, was? Mysterious Mountainside. Seltsame Wand, okay. Ah, okay, das ist dann die Rutsche. Nur im ersten Level kriegt man das doch nur. Nee, kriegt man doch die Bombe normal nicht. Die muss doch hier jetzt inzwischen irgendwo sein. Nur wo? Hier. Ich erinnere mich. Man erinnert sich ganz schwach dran und dann war es tatsächlich da. Ich muss nur ganz kurz was schauen. Mario-Sicht. War das hier? So, einmal wieder normal schauen und einmal hier, nochmal hier. Früher war das so schwierig für mich, dieser Weitsprung, diesen inzwischen ständig machen. Krieg ich den auch öfters hin, meine ich. Dadurch wird man gezwungen, hier lang zu gehen. Weil sonst kommt man ja nicht zu dir. Panzerdings hin. Was war denn das eben für ein Geräusch? Hallo, Bombe. Hallo, ich öffne die Kanone für dich. Ja, ist natürlich super einfach dahin zu kommen auch.
Okay, die Kanone ist bereit zum Feuern. Gut, jetzt muss ich nur irgendwie dorthin kommen, wo ich hin muss. Komm schon, Mario, dreh dich, Mario, dreh dich um. Mario, Mario, dreh dich um. Mario, Mario, dreh dich um. So. Da ist ein Live, da kommt man. Puh. Danke dem Wind. Man danke dem Wind und freue sich, dass man noch im Leben ist. So, jetzt muss ich nur schauen, wo ist dieser Wasserpunkt, wo ich rein muss. Der ist irgendwo, aber ich überlege, wo kann der sein? Der war auf jeden Fall im oberen Bereich. Der war nicht hier unten, glaube ich. So, jetzt darf irgendwo unten runtergefallen, oder? Kann das sein, dass dafür runtergefallen ist? Weiß ich nicht. Hm? Was steht auf diesem Schild? Da steht doch bestimmt irgendein Tipp, der mir helfen kann. Ups. Hm. Okay, also man muss vorsichtig sein mit den Winden hier. Der Wind hier ist gefährlich, sagen die. Ah, Mann, und ich erwische, lass mich trotzdem erwischen. Drecksviecher. Hm. So, einmal gesprungen, um den Schaden zu vermeiden. Und jetzt muss ich rausfinden, warum bin ich jetzt so dämlich gewesen? Warum habe ich mich jetzt so dämlich angestellt, frage ich mich gerade. Oder so dämlich. Das muss mir erstmal jemand erklären. Bitte, Mario, dreh dich um. Die Störung in die andere Richtung ist dämlich. So. Bautz. Bam. Hier muss man irgendwo runter, um zu dieser Kanone zu kommen, weil die nützt mir ja nichts. Ich brauche erstmal diese Wand. Diese dämliche Wand, die ist da hinten. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen. Warum dreht er sich immer so unterschiedlich? Mann, Mario, stell dich halt nicht ganz so dämlich. Manchmal stellt er sich wirklich so richtig bescheuert dumm an. Klettern, klettern, komm. Das haut so oft hin, dieser Quersprung, dann wieder überhaupt nicht. Warum hat Lakitu jetzt gedreht? Hm. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal in Sicht nach oben. Hier ist es oben. Wo ist diese Wand? War die hier oder war die nicht hier? Okay, dann war sie doch weiter unten sogar noch. Mario, dreh dich um. Hey! Geradeaus weiter. Einfach weiter. Hey, Mario! Dreh dich um! Weil sonst kann ich dir gar nichts machen. Das bringt es nichts. Sonst kommen wir zu gar nichts. Aber ich muss doch hier irgendwo rein. Für diese dämliche Wand. Mann, schaffe ich nichts mehr. Schaffe ich wirklich nicht mehr. Scheißdreck. Da. Dreckslevel, ich hasse das. Und es ist so dämlich, in dieses dämliche Bild reinzukommen. Die mysteriöse Bergseite. Aber ich glaube, das ist wirklich der Stern da hinten. Hm, jetzt muss ich nur hier irgendwo runterkommen. Warum bin ich jetzt heruntergefallen? Man sieht ja eindeutig die Aufwände, die einen nach oben tragen.
96 Sterne, mehr als ich früher mal hatte. Das kann ich damit noch scheitern? Mario, du hast so viele Pausensterne in dir, du kannst nicht mehr sterben. Oder du hast nicht mehr das Recht zu sterben. Du kannst nicht mehr versagen. Du musst deine Prinzessin jetzt retten, ob du willst oder nicht. Es hilft nichts mehr. So, was steht hier? Achtung, aufpassen, hier sind dämliche Winde. Steht auf dem Schild. Einfach so. Wow, 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 wow. Wow. Vorsichtig. Ich würde mal sagen, wir machen das mal so, wie Mario schon mal irgendwann getan hat, wo es mich dann ziemlich genervt hat. Und jetzt müssen wir zum Stern fliegen, ja, ja. Kanonen. Kanonenfliegen-Skills zeigen. Wow, okay, das wird auf jeden Fall mal sagen. Das würde ich mal sagen, dass das richtig hingehauen hat. Nö, Last to the Lone Mushroom, aber es ist nicht der Stern, den ich gesucht habe. Dann ist es doch diese Dings, aber wo ist es? Wo war das? Irgendwo müsste man anders springen. Das war, oder war das eine stinknormale Felswand? Das kann natürlich auch gewesen sein. War das eine stinknormale Felswand? Ich will jetzt nicht aufhören, ich werde nicht aufhören, bevor ich nicht mehr 120 Sterne habe. Das ist einfach so, das ist der letzte Part. Das sollte zumindest der letzte Part werden. Ich hoffe, ich teile es nicht versehentlich, wie ich bei einem anderen Ding schon mal gemacht habe. Dann müsste ich das dann wieder mal hochladen und dann halt als Dingsprojekt, als Gesamtes, ach was weiß ich. Egal, so. Jumpen, jumpen. War das hier irgendwo, dass man in die Wand rein musste? Wo war diese verdammte Wand? Man kriegt ja immer so wahnsinnig viel Hilfe dadurch von Super Mario. Sieht sie vor, aber es war, ich glaube, das war wirklich eine offene Wand. Ja, die war auch irgendwo an einem Wasserhang. Ich glaube, ich weiß sogar ungefähr, wo es war inzwischen. Ganz grob kann ich es mir vorstellen. Ich weiß nur wirklich kaum noch was. Hier muss ich eigentlich nicht lang. Ich könnte auch den anderen Weg nach oben nutzen. Hier bin ich eben runtergestürzt, oder? Kann das sein? Hier war es nicht. Nein, das war irgendwo anders. Komm, Mario. Mario hält sich leider immer an die Regeln. Wow. Ich gehe den anderen Weg. Da kann man nämlich nur halb so viel failen. Dann kann man nämlich viel einfacher schaffen. Hier ist das Leben, wo man, wo man ein Leben riskieren muss, dass man ein Leben kriegt. Wo ich deshalb nicht finde, dass es sonderlich sinnvoll ist. So, jetzt bitte Tempo. Mario, wir wollen hier nochmal fertig werden. So, hier hoch. Mario. Drecksvieh. Gibt's das? So, auf geht's jetzt. Hier war das, das war hier doch irgendwo. Ich bin mir nur nicht mehr ganz sicher, wo war das. Das wäre doch irgendwo bei diesem dämlichen Wasserfall. Irgendwo hier war das, Mann, nur wo? Muss ein bisschen auf die Goombas aufpassen. War das hier eine Felswand drin oder muss ich noch weiter? Ich glaube, ich musste noch weiter. Oder wo war diese Drecksfelswand? Hier war sie nicht. Nein, sie war eindeutig nicht hier. Ich glaube, ich muss doch mal nachschauen, wo die war. Diese Drecksfelswand.
So, und Mario, dreh dich wieder mal um. Dreh dich wieder um. Und jetzt geh ich... Mann! Einen Moment lenkt er noch verkehrt und dann lenkt er auf einmal richtig rum. Dreimal hintereinander gefailt, viermal hintereinander gefailt, Mann. Fünfmal, sechsmal, siebenmal, 741 Mal. Drecksfelswand, wo ist diese dämliche Felswand jetzt? Ich glaube, gleich schaue ich nach, wo die ist. Weil das ist so nervig, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Mario, erst die Taste, dann die Taste. Jetzt die Taste, dann die Taste. Erst die Taste, dann die Taste. Erst Z, dann A. Das haut doch sonst auch immer hin. Das haut doch sonst immer hin. Das Bau war diese Drecksfelswand. Whoop. Mann, Mario, ich schau nach, wo diese dämliche Felswand ist. Bis gleich. Mario 64 Felswand. So. Bob's Bombenberg nennt sich das nicht. Wie nennt sich das nochmal? Steiler Mountberg oder sowas. Big Boos Burg? Nein, interessiert mich nicht. Nicht Control Dings ab, nicht Dings und Control finden. Fels. Wand. Nicht auf der Seite, gut. Dann weiß ich ja schon mal, dass es hier sein muss. Oder hier. Halt auch schon auf der Brücke. Moment, da, ganz unten ist es doch. Erforsche die Steilwand. Hinter der Brücke bei den 5 Münzen ist der Eingang zur Rutschbahn. Okay, ich schalte wieder um. Ich werde jetzt erstmal kurz wieder umschalten, dann sehen wir mal wieder was. Oh, Goomba. Wow, das war cool. Cooler Stunt. So. Dämliche Wand, ich mach. Ich vergesse halt manchmal Sachen, was irgendwo hinter einer Wolke. Dass ich das nicht rausschneiden werde, ist klar. Ich bin ja, das ist schließlich Livestream. Vom Livestream wird es direkt portiert. Hinter der Wolke mit den 5 Münzen. Huch, Mann, Drecksvieh, Mann, oh, ich hasse unsichtbare Wände. So, das hat diesmal hingehauen. Zum Glück nach dem 4. Versuch, diesmal nicht. Ja, ich gehe wieder hier hoch. So, hier hoch. Hier hoch, habe ich gesagt, und nicht irgendwelche Maulwürfe. Gehst du jetzt da hoch, bitte, Mario? Mario, stell dich doch nur halb so dämlich an, wie du bist. Wolke mit 5 Münzen. Ich weiß, mir sagt zwar Wolke hier überhaupt nichts. Hier irgendwo muss das doch hier sein. So, Wolke mit 5 Münzen. Wolke mit 5 Münzen. Ah, hier. Da ist diese dämliche Felswand. Ah. Okay, hier, das war doch irgendwo relativ gefährlich, wenn ich mich nicht täusche. Das ist eine Rutsche, wo man relativ gern langsam rutscht. So, jetzt heißt es irgendwie, hier ist irgendwo Dings. Blaue Münze. Nochmal blaue Münze. Nochmal Leben. Nochmal blaue Münze. Abbiegen.
So. Wow, wow. Auch hier gibt es jede Menge Münzen. Aber ich habe es geschafft zu sterben. Ich habe es tatsächlich geschafft zu sterben, Mano. Ja, Mama Mia. Bin ich jetzt wieder da, oder? Naja, ich bin wieder auf der Rutsche. So. Münzen, Münzen, jede Menge Münzen für mich. Wow. Ich kann überhaupt nicht springen und nix. Deshalb muss ich ein bisschen schauen, ob sie hier abbiegen. Das ist ein bisschen fies, finde ich. Finde ich ziemlich fies gemacht, dass man das mit Dings machen muss. Wow, wow, wow. Hier ist auch wieder ein bisschen gefährlicher. Diese etwas weniger harmlos ist die erste, auf die man trifft. Boom. So, okay. 52 Münzen in dem kurzen Dings, okay. Gut, jetzt holen wir uns noch die 100 Münzen. Stern. Aber das geht auch wahrscheinlich am einfachsten über die Rutschbahn, oder? Wenn ich erst die komme ich von der Rutschbahn wieder weg? Ja, ich mache erst die Rutschbahn, glaube ich. Und sammelt dann die Münzen ein. So, ich weiß nicht, ob ich direkt wieder bei der Rutsche gestartet wäre, wenn ich die Rutsche ausgewählt hätte. Was habe ich für eine Aufgabe gewählt? Ah ja, erklimme den Berg. So, Mario, dreh mal die Lakitu. Ich weiß immer nicht, wen ich zuerst freue. Mario oder Lakitu? Einen von beiden. Weil das ist wirklich schwer, sich dabei zwischen den beiden zu unterscheiden. Ich habe die Wolke, das ist cool. Das war eine gute Beschreibung. Direkt nachher klimme den Berg. Ja, aber ich wusste doch, dass es irgendwo eine feste Wand war. So. Ich muss schauen, dass ich möglichst viele Münzen erwische. So. Okay, jetzt heißt es Münzen für mich. Jede Münze für mich ist wichtig. So. Münzen, Münzen, alle Münzen für mich, bitte. Das hat schon seinen Grund, warum die Münzen hier alle den Weg hier nach unten zeigen. So. Boom, boom. Münzen sind eigentlich mehr als Hilfelinien da, als was für irgendwas anderes. So, jetzt muss ich schauen, dass ich hier wieder wegkomme. Geht das? Kommt man hier wieder weg? Oh, scheiße. Ja, man kommt da wieder weg. Aber das war ein bisschen blöd so. Aber sonst komme ich nicht an die 100 Münzen. Ich komme einfach am einfachsten an diese dämlichen Münzen ran. Aber ich starte wieder auf der Rutsche. Sehr schön. Ja, natürlich, das galt wieder als Rutsche, die ich nicht geschafft habe. Aber das macht mir ja nichts. So sammle ich fleißig Leben und Zeugs. Ja, Leben kriege ich ja jedes Mal eins wieder, deshalb. Das eine überspringe ich jedes Mal irgendwie, die eine Münze. Wow, diesmal kriege ich wenig Münzen, das ist ein bisschen blöd. So, wow, hier ist ein bisschen Innenkurve nutzen. Hier gibt es keinen geheimen Stern, der über Tempo irgendwas entscheiden würde. So, okay, das hat zwar Lebenspunkte gekostet, aber jetzt kann ich Zeug sammeln. Münze. Gumba. Komm schon, Gumba. So, toter Gumba. Bam. Meine Münze. Sehr schön. Oh ja, ich muss hier runter. Den werde ich nicht einsetzen, weil sich das nicht lohnt. Bringt zwar 5 Münzen, aber ist mir dann doch etwas zu gefährlich. Ich muss jetzt nur schauen, dass ich die roten Münzen nicht verkacke. Weil die muss ich fast einsammeln, weil es relativ viele Münzen bringt. Oder muss ich die überhaupt einsammeln? Erstmal schauen. Wenn nicht, wäre es natürlich praktisch. Hier, die muss ich natürlich einsammeln, weil die... Da führt ja kein Weg dran vorbei.